Schreckliche Bluttat in Hamburg. Am Donnerstagnachmittag ist die Polizei mit einem Großaufgebot zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wilhelmsburg ausgerückt. Mehrere Schüsse sollen gefallen sein. Rettungskräfte stellten schnell fest, dass dort eine 53-jährige Mutter mindestens mit einem Schuss verletzt wurde. Die Polizei begann sofort zu fahnden und nahm rund anderthalb Stunden später in einem Wohngebiet 2 Kilometer entfernt einen 23-Jährigen fest. Der Mann steht im Verdacht, auf diese Frau geschossen zu haben und wurde festgenommen. Gegenüber Bild berichtete eine Freundin des Opfers, dass der 23-Jährige in der Vergangenheit der Tochter des Opfers nachgestellt haben soll. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein Tötungsdelikt vorliegt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.